In dieser Kirchengemeinde fand am 10. Mai ein Gottesdienst statt und von hier aus verbreitet sich das Coronavirus in Hessen. Zunächst war von 40 infizierten Gläubigen die Rede, doch nun stieg die Zahl auf mindestens 107. Die Informationspolitik grenze an organisierter Unverantwortlichkeit, so Hanaus Oberbürgermeister. Die einzige Information, die uns als offenbar betroffene Kommune bislang vorliegt, ist die Zahl der möglichen Infektionsfälle. Wir wissen nicht, um wen es sich handelt, welches Alter die Betroffenen haben und ob und wo sie sich in den vergangenen Tagen in unserer Stadt bewegt haben. Auch weitere Landkreise sind betroffen, der Wetterau, Hochtaunus und der Main-Kinzig-Kreis. Rund 100 Leute mussten hier in Quarantäne geschickt werden. Die Gesundheitsämter vor Ort haben die Kontaktpersonen nach Verfolgung unmittelbar aufgenommen. Das Land steht mit ihnen in engem Kontakt, behauptet der hessische Gesundheitsminister Kai Klose. Doch anders als in der Gastronomie ist eine Registrierung der Besucher mit Namen und Adresse keine Pflicht, was nun die Arbeit der Gesundheitsämter deutlich schwieriger macht.